Hallo, hier ist wieder der Klaus. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin immer noch in Punta Cana in der Dominikanischen Republik und ich werde mir gleich einen Mietwagen holen für ein paar Tage und fahre danach noch ein bisschen in der Gegend rum. Kommt doch gerne mal mit. Gemietet habe ich den Wagen über Check24 bei Alamo. Da habe ich in der Vergangenheit schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Das ist sehr preisgünstig, unkompliziert und die haben wirklich gute Autos. Abholen werde ich den Wagen gleich in der Downtown Mall. Um dahin zu kommen, rufe ich mir jetzt einen Uber, denn das ist die günstigste Alternative. Taxi kostet 20 Dollar, der Uber, ja, vielleicht 6, 7. Und schon sitze ich im Uber und in weniger als 10 Minuten habe ich mein Ziel erreicht, die Downtown Mall. Und da ist sie schon. So, jetzt bin ich bei Alamo angekommen. Hier hinter mir, da ist der Laden und da werde ich den Wagen jetzt abholen, dort einchecken. Ich habe für die Fahrt hierher insgesamt 275 Peso bezahlt. Das sind knapp 5 Euro, also ein Viertel von dem, was ein Taxi gekostet hätte. Gut, aber jetzt schauen wir mal, was ich für ein Auto bekomme. Bin schon ganz gespannt. Das hat leider noch nicht geklappt. Aktuell ist noch kein Wagen verfügbar. Ich muss noch mal eine halbe Stunde warten, aber das kenne ich hier auch schon. Man muss hier in der Dominikanischen Republik eben immer ein bisschen Geduld mitbringen und ich laufe jetzt noch mal ein bisschen hier durchs Zentrum. Ja, hier ist auch schon alles auf Weihnachten eingestimmt. Ein großer Weihnachtsbaum hier im Einkaufszentrum. Ja. Allzu viel gibt es hier nicht zu sehen. Aber ich werde hier schon eine halbe Stunde irgendwie rumkriegen. Da steht ja nun mein Mietwagen. Ein Captiva ist das. Ja, welche Marke weiß ich gar nicht. Sagt mir nichts. Aber ist schon ein recht großer Wagen. Ich hatte einen Nissan Qashqai-Klasse gemietet und das ist jetzt dabei rumgekommen. Ja, große Kiste. Ich freue mich und fahre jetzt los. Jetzt fahre ich erstmal ein bisschen gemütlich durch die Gegend, um den Wagen etwas kennenzulernen, Richtung Bavaro, am Barcelo Bavaro Beach Resort vorbei. Ja, ich liebe diese Strecke einfach wegen der tollen Vegetation, der Palmenallee hier. Ich fahre hier einfach sehr gern her. Und hier auf der linken Seite jetzt die riesige Baustelle. Den Atlantida und River Island und auf der rechten Seite die Einfahrt zum Barceló Resort oder Grand Resort, wie es jetzt heißt. Ja, fährt sich gut der Wagen. Also ich bin sehr zufrieden. Jetzt hier auf der rechten Seite die schneebedeckten Hügel von Bavaro. Das ist der Freizeitpark Kathmandu. Ist das nicht schön? Und so sieht mein Wagen von innen aus mit einem großen Display, iPad-mäßig. Das ist hier Standard in der Dominikanischen Republik. Und bei dem herrlichen Wetter heute fahre ich jetzt Richtung Flughafen und biege kurz davor rechts ab nach Cap Cana. Das lasse ich mir heute nicht nehmen. So, an der Blue Mall bin ich rechts abgebogen und jetzt geht es hier immer geradeaus Richtung Cap Cana. Und schon nähere ich mich meinem Ziel. Kapkana. Ich hatte das neulich mal in einem Video gezeigt. Man muss sich hier in Kapkana erst einmal vor der Schranke registrieren. Das ist ein großflächig abgesperrtes, gesichertes Gebiet und man kommt nur rein, wenn man sich mit Pass hier registriert und man muss schon eine Gebühr bezahlen für den Besuch des Beachclubs. Also das ist dann Verzehrgutschein und das Geld bekommt man also praktisch wieder. Das ging schnell. Ich bin jetzt registriert, habe hier meinen Eintrittsbon
und musste 20 Euro Mindestverzehr für den Juanillo Beach Club schon mal löhnen. Auf geht's zum Strand. Ich war ja im Sommer schon mal hier und muss sagen, jetzt ist das wettermäßig doch viel schöner. Im Sommer hing immer Sahara-Staub in der Luft, es war immer so ein bisschen schmutziger Himmel. Und heute ganz klarer blauer Himmel, das ist wirklich ein toller Tag, das wird schön. Am Parkplatz vom Juanillo Beach Club angekommen, kann ich mir meinen Wagen noch mal ein bisschen genauer anschauen. Wie gesagt, ich hatte bei Check24 einen Qashqai oder ähnliches gebucht. Etwas Größeres ist jetzt dabei rausgekommen, ein Chevrolet Captiva. Denke mal, das ist die Größe X-Trail. Und der Wagen ist gut in Schuss, hat ca. 25.000 Kilometer auf der Uhr. Kleine Macken, die aber bei der Übergabe festgehalten wurden. Ich bin sehr zufrieden und ich denke mal, ich werde hier 9 Tage gut mit durch die Gegend fahren. Und hier der altbekannte Weg zum Strand, zum Juanillo Beach. Playa Juanillo, da steht's. Rechts zum Strand und links zum Beach Club. Ja gut, gehe ich doch erst einmal zum Beach Club. Und bei so einem Wetter gibt es für mich wirklich nichts Schöneres, als hier rauszufahren zu Playa Juanillo. Man sieht das jetzt hier schon, die Farben, einfach toll. Ja, da kann Bavaro einpacken. Das ist hier schon eine andere Nummer. Ja, wunderschön hier. Und wieder fast menschenleer. Unglaublich eigentlich. Ja, mal ein kleiner Schwenk hier über den Strand. Ja, hier liegen natürlich im Sand noch einige Braunalgen und Seegras, aber das Wasser ist klar, also viel schöner als im Sommer. Da war das ja hier eine ziemliche Gülle. Aber jetzt kann man hier schön schwimmen gehen und das werde ich gleich auch mal machen. Hier der Blick auf die Hyatt Hotels, Siva, das Erwachsenenhotel und Silara, das Familienhotel. Richtig teure Läden, unter 500 Euro die Nacht, kommt man da kaum weg, beziehungsweise rein. Aber die müssen wohl wirklich erstklassig sein. Und jetzt gehe ich mal hier den Steg entlang, mit Blick in das, auf das türkisfarbene Wasser. Ein kleiner Katamaran kreuzt den Weg. Ja, ich finde das schon immer wieder bemerkenswert hier. Hier im Hintergrund die Marina von Cap Cana. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter rüber schwenke, das Hotel Secrets Cap Cana. Wunderschön. Ja, ich sitze jetzt hier auf dem Steg, schau aufs Meer hinaus. Ja, es ist wirklich traumhaft heute. Knallblauer Himmel, nur in der Ferne ein paar dicke Wolken, aber die ziehen hier vorbei. Wunderschön. Hier ein Blick vom Strand auf das Hotel Secrets Cap Cana. Mein Lieblingshotel hier in der Region. Ich war 3 oder 4 Mal da, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau.
Aber mittlerweile, seit Hyatt die Secrets Hotels übernommen hat, sind die Preise so nach oben gegangen. Da zahlt man jetzt rund 500 Euro die Nacht, wenn man ein Zimmer im Preferred Club bucht. Und ja, wenn man das einmal erlebt hat, den Service dort, dann will man das auch immer wieder und kein normales Zimmer mehr haben. Auch die normalen liegen bei 350 aufwärts pro Person. Und das ist es mir dann auch wieder nicht wert. Ja, schade, ich würde gerne mal wieder rein, aber aktuell ist es mir einfach zu teuer. Mal schauen. Und hier habe ich das Ende des Strandes erreicht. Dahinter kommt erstmal eine Weile nichts und dann die Marina von Cap Cana. Und diesen Ausblick, den können wir uns noch mal eine Weile anschauen. Da ist ja der kleine Yachthafen. Im Sommer bin ich auch einmal da durchgelaufen und habe mal diesen Yachthafen vorgestellt. Ich verlinke das mal unter diesem Beitrag. Ich weiß nicht, ob ich heute da hinkommen werde. Und zurück geht's. Nach dem kleinen Strandspaziergang habe ich jetzt etwas Hunger und sehe jetzt zu, dass ich im Beach Club meinen Mindestverzehr loswerde. Also mittlerweile sind auch einige Tische besetzt und ich finde aber hier noch einen schönen, da ist noch was frei. Und da werde ich jetzt erstmal eine Kleinigkeit essen. Und hier könnt ihr mal sehen, was ich für meinen Mindestverzehr 100 Peso extra alles bekommen habe. Eine Portion Calamares Fritos, Pina Colada und ein Mineralwasser. Nicht schlecht, oder? Ja, das war dann mein erster Ausflug mit dem neuen Mietwagen. Immer wieder schön hier an der Playa Juanillo. Also ich fühle mich hier schon ein bisschen heimisch. Wirklich toll hier. Und ich habe den Wagen jetzt für insgesamt 9 Tage und habe noch einige Ausflüge geplant. Morgen beispielsweise wird es nach Cabeza de Toro gehen, zu einem Strandabschnitt, an dem ich noch nie war. Dann Donnerstag, Freitag fahre ich für 2 Nächte nach Bahia Hebe. Da freue ich mich auch schon drauf. Und dann werde ich noch nach Uvero Alto fahren, nach Macau und, wenn die Zeit es hergibt, nach Mitges. Das alles werde ich natürlich mit der Kamera festhalten und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne wieder reinschauen. Also bleibt dabei, ich freue mich über neue Abonnenten und bedanke mich erst einmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, sagt der Klaus.